Ja, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Und tut mir leid, dass ich im vorigen Part so abrupt abbrechen musste, aber ja, die Zeit war schon um, deswegen. Ich habe jetzt nicht mehr dieses Ding da oben geholt, diese 20 Rubine. Aber das ist ja jetzt auch egal. Bevor ich jetzt mal der Story weiterfolge, will ich nochmal schnell gucken, was wir hier machen können. Wirklich, Link, das steht dir richtig gut. Heute ist wirklich ein schöner Tag. Wir haben endlich unser Gehege fertiggestellt. Tja, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Tiere, damit das Leben auf die Weide kommt. Darüber würden sich die Kinder bestimmt auch riesig freuen. Aber welche Tiere eignen sich wohl am besten? Wenn dir das was Passendes über den Weg läuft, dann bring es doch bitte hierher. Ich gebe dir auch ein kleines Taschengeld, ohne dass deine Oma was davon erfährt. Ja! Also ich weiß nicht, Leute, also ich bin so ein Freund von Nebenquests, muss ich zugeben. Und ich mache das immer gerne. Vielleicht nervt es euch auch. Dann sagt mir einfach Bescheid. Ich mache jetzt einfach nur mal diese Quest. Diese kleine Nebenquest. Ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern. Wir müssen 3 Schweine finden. Für diese Dame. Und zwar müssen wir uns an die anschleichen, weil sonst würden die nämlich wegrennen. Ohne dass wir denen näher kommen. Und dann müssen wir sie leider da hochtragen, den ganzen Weg. Aber das war jetzt das Schwein, was am weitesten entfernt ist. Also sollte es bei den anderen nicht so lang dauern. Ja, danach werde ich dann auf jeden Fall mit der richtigen Story weitermachen. Und wie gesagt, ich drehe jetzt noch 1-2 Parts und dann stelle ich die online und dann könnt ihr mir auf jeden Fall Feedback geben. Soll ich das lassen mit den Nebenquests? Soll ich das machen? Oder wie auch immer. Jetzt habt ihr halt noch das Pech, dass ihr das mit angucken müsst. Mein Spaß müsst ihr mit angucken. Oh nein. Ja, ein Schwein haben wir hingebracht. Bleiben noch 2. Wir haben dafür ganze 20 Rubine. Also, diese Frau macht uns reich. Los, gib uns Geld. Wir haben dir noch ein Schwein gebracht. Ja. So, dann holen wir auch noch das letzte. Da haben wir es, das schwarze Schwein. Gut, dann bringe ich das jetzt noch schnell nach oben. So, so, so. Vielen Dank. Jetzt bekommen wir nochmal 20 Rubine und dann fange ich endlich an weiterzugehen. Gut, jetzt haben wir hier 4 Schweine im Gehege und können weitergehen. Nein, dich wollte ich gar nicht anquatschen. Ich wollte rollen. Ich wollte rollen. Rollen ist ein, ja, essentielles Mittel, um sich schneller fortzubewegen hier in Zelda. Nicht nur in diesem Spiel. So ziemlich in allen Spielen. Ja, kleiner Junge. Ja, ihr werdet es nicht vergessen haben. Wir sollen unsere Schwester holen. Und die ist immer noch auf diesem Turm hier. Und deswegen müssen wir da jetzt wieder hochkraxeln. Jojo. Oh, Link! Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht. Ist die darin nicht heiß? Aber es steht dir hervorragend. Ja, danke. Link. Streck doch mal bitte deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz. Den leihe ich dir für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Link. Wir bekommen ein Fernrohr. Juhu! Das hat sich Link natürlich schon immer mal gewünscht, für einen Tag lang das Fernrohr seiner Schwester zu benutzen. Na und? Freust du dich? Ja klar.
Dir leih ich es gerne, du bist ja schließlich mein großer Bruder und daher was ganz Besonderes. Hihi. Schau dir doch mal unser Haus von hier aus an. Du wirst Augen machen. Ja, und dann machen wir das doch mal und nehmen unser Fernrohr, legen es auf eine Taste. Und, ah ja, was ich vergessen habe zu sagen, ich war zwischen den beiden Takes sozusagen. Zwischen den beiden Parts war ich nochmal im Laden und habe mir so ein komisches Futterzeugs geholt. Nicht, dass ihr euch wundert. Später. Auf jeden Fall gucken wir erstmal mit dem Fernrohr ein bisschen rum und wir sollen natürlich nicht einfach irgendwo hingucken, wir sollen zu unserem Haus gucken. Und dann sagt uns, Link, irgendwas sollten wir nach unten gucken oder so. Da befindet sich ein Postbote, nachdem wir ihn herangezoomt haben. Merken wir, dass er plötzlich aufschreckt. Und wovor erschreckt er sich? Der Vogel erschreckt sich vor einem weiteren Vogel. Aber das ist nicht irgendein Vogel, nein. Diesen Vogel werden wir noch öfter begegnen. Aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern, obwohl wahrscheinlich viele von euch das schon kennen. Die Geschichte. Aber gut, ich sag jetzt erstmal nichts dazu. Ja, und dieser Vogel hat ein Mädchen in seiner Gewalt. Und dieses Mädchen versuchen diese Piraten, wie wir an der Flagge erkennen konnten, zu befreien. Und BÄM! Da geht der Vogel down. Das Mädchen leider auch. Und es fliegt glücklicherweise, oder unglücklicherweise, wo er, genau in den verbotenen Wald auf unserer Insel. Und nein, das ist ja furchtbar. Sie ist in den Wald gestürzt. Wir müssen ihr helfen. Aber so völlig unausgerüstet ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen. Ja, das sehe ich genauso. Und ich stecke jetzt erstmal mein Fernrohr wieder weg. Und wir erinnern uns, unsere Oma sprach von jemandem, der hier die Schwertkunst noch beherrscht auf unserer Insel. Und zwar ein gewisser Herr Vater Orca, und zu dem werden wir uns jetzt erstmal hinbewegen. In der Hoffnung, ein Schwert abzugreifen. Und da sind wir auch schon. Da steht da der alte Vater Orga. Den quatschen wir jetzt erstmal an. Oh Link, was hast du? Du bist ja so blass, ist was geschehen? Was auch immer es ist, der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nicht Gutes vermuten. Da hat er recht. Na, wie sieht's aus, Link? Interessiert, die wahre Kunst des Schwertkampfs zu erlernen? Ja, natürlich. Deswegen bin ich hier, Kollege, und mach schnell. Schön, als erstes üben wir den Horizontalhieb. Gut, dann machen wir das doch mal. Und fail. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt zum zweiten Mal hintereinander die falsche Taste gedrückt, um euch zu zeigen, wie man es nicht machen soll. Und schon wieder habe ich es falsch gemacht und ich weiß auch was. Und das wird jetzt ziemlich peinlich. Ja, man darf hier weder eine Richtungstaste drücken, noch darf man ihn anvisieren, was ich alles gerade gemacht habe. Und deswegen hat er mich immer zurückgeschlagen. Okay. Der nächste Hieb. Jetzt muss ich ihn, glaube ich, anvisieren. Ja. So, wir geben ihm Saures aufs Maul. Sehr schön. Jetzt machen wir... Ah, gut. Ich sollte mir vielleicht mal das durchlesen, was er mir sagt. Ja, ja. Blöderweise durch den Kamerawechsel, also durch diese Kameradrehung, hat meine Richtungstaste nicht mehr gestört, die ich gedrückt habe. So, jetzt müssen wir einen Hieb aufladen und ihn schlagen für die Wirbelattacke. Und jetzt müssen wir so ein Ausweichmanöver machen. Und zwar, wenn unser Schwert so grünlich leuchtet und so ein kleiner Sound kommt, der uns signalisiert, jetzt geht's los, können wir so eine Art Konterattacke machen. Das ist sehr hilfreich und bei manchen Gegnern sogar nötig, um sie zu treffen. Ja, und nachdem wir jetzt unseren letzten Sprunghieb, unsere Sprungattacke gemacht haben, müsste es vorbei sein, ja. Und ja, ich spüre einen unruhigen Hass in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was sich zugetragen hat, aber
Ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden wirst. Link, nimm es an dich und führe es gut. Das werden wir tun. Vielen Dank, Vater Orca. Und wir bekommen unser Schwert. Endlich eine Waffe, mit der wir umgehen können. Und bla bla. Das Schwert diente seit jeher als das Instrument zur Bekämpfung alles Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm seinen Aufgaben zu wachsen. Als treue Weggefährten begleiten sie sich auf ihrer Reise. Werde stark und wachse mit deinem Aufgaben, Link. Ja, das tun wir, und wie alte Leute so sind, sie reden viel. Aber endlich ist es vorbei. Aber vorher quatsche ich ihn nochmal über das da. Das ist nämlich auch so ein Element, das wir noch öfter sehen werden. Wie, Ritterwappen sagst du? Möchtest du etwas darüber erfahren? Dir darüber zu erzählen ist noch zu früh, aber solltest du 10 Ritterwappen gesammelt haben, so bringen sie zu mir. Dann erzähle ich dir, was es mit ihnen auf sich hat. Nun ja, 10 Stück in seinen Besitz zu bekommen, ist jedoch wahrlich kein Kinderspiel. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der mir dazu nichts weiteres erzählt, aber gut. Da müssen wir erst 10 Stück sammeln und die zu ihm bringen. Das machen wir auch. Aber das wird noch sehr lange dauern. Denn diese Ritterwappen bekommen wir nur von bestimmten Gegnern, also von einem bestimmten Gegner. Und dem begegnen wir erst sehr viel später im Spiel. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt unser Schwert gut ausgerüstet und allen Gefahren gewappnet, und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg, wie wir auf dem Schild gesehen, zum Feenwald. Wir rollen hin zum Feenwald. Ja, und hier sehen wir ein weiteres Schild, überqueren verboten. Wegen Ausbesserungsarbeiten ist das Passieren der Brücke in den Wald untersagt. Aber nicht für uns, denn wir haben ein Schwert. Und das Schild steht hier auch gar nicht mehr. Deswegen fühlen wir uns einfach mal nicht angesprochen und gehen weiter. Und rollen weiter. Ja, und dann kommen wir hier oben an, am höchsten Punkt von Präludien. Da sehen wir übrigens noch das Piratenschiff von den Kollegen. Ja, und dann gehen wir über diese Brücke hier. Und mit diesem unglaublich schweren Sprung, lebensgefährliche Situation, überqueren wir die Brücke und stehen vor dieser Höhle. Und ich gucke gerade wieder auf die Uhr und ich würde mal sagen, bevor ich da reingehe, mache ich wieder mal Pause. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat es gefallen. Und wird es auch noch weiter gefallen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.